Jerome Powell, der Fed-Chef, hat gestern den sogenannten Fed-Put gekillt und das ist der Grund, warum wir sehen, dass die Aktienmärkte nach unten gehen und die Renditen nach oben gehen. Was ist dieser Fed-Put? Der Fed-Put ist der Glaube der Märkte, der sich immer wieder auch bewahrheitet hat. Naja, du kannst ja supermäßig gehebelt spekulieren, wenn alle Stricke reißen, du ein Problem hast, dann wird dich die Fed schon irgendwie retten. So zum Beispiel Corona-Crash, Märkte kippten massiv nach unten, Wirtschaft stand still, wegen Lockdown, also hat die Fed die Zinsen auf Null gesenkt, Billionen ins System gespült und die Flut hebt dann alle Boote. Aber wenn du es eben zulässt, dass dieser Fed-Put weiter gültig ist, dann wirst du immer diese Spekulation haben, diese Liquidität, die wird sich tendenziell immer mehr vermehren. Dadurch entsteht Nachfrage und dadurch kriegst du die Inflation nicht runter. Und eins ist ja schon auffällig, als die Fed gestern 20 Uhr diese Dotplots veröffentlicht hatte, die gezeigt haben, dass man erstens noch einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr erwartet, aber vor allem dann in 2024 die Zinsen über 5% bleiben sollen, waren die Märkte so ein bisschen verunsichert, naja, nicht so gut. Aktienmärkte leicht nach unten, Renditen leicht nach oben, aber nicht so viel. Aber das änderte sich dann, als Paul sprach und vor allem, als er dann fertig war, denn da waren einige Botschaften drin, die haben es in sich. Die killen diesen Fed-Put und das ist ein Gamechanger aus meiner Sicht für die Märkte. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal hier diese Dot-Plots an. Das war ja der Fokus im Vorfeld der Fed-Sitzung und die Fed hat sich entschieden, die uber-hawkische Variante zu nehmen, die wir unten hier sehen. 5,1%, so sagt die Fed in ihren Dot-Plots, werden die Zinsen im Jahr 2024 sein. Aber wie hier eine Headline zeigt, there's a big difference between saying and doing. Es gibt eine große Differenz zwischen Sagen und Tun. Und genau das haben sich die Märkte gestern eben auch gesagt, zunächst vor der Pressekonferenz von Paul. Naja, lass sie doch machen, lass sie doch reden. Wir werden dann ja sowieso die Zinsen senken müssen. Ist doch kein Problem. Also haben wir keinen Grund, jetzt nachhaltig zu fallen, was die Aktienmärkte betrifft, oder nachhaltig zu steigen, was Dollar und Renditen betrifft. Aber dann kam eben diese Pressekonferenz. Und vor allem dann, als Paul mit seiner Rede fertig war, kam das Entscheidende. Zum Beispiel das, was Paul immer wieder sagte, wir werden significantly reducing the balance sheet. Und zwar, wir werden die Bilanzsumme signifikante reduzieren, also faktisch Liquidität aus dem System ziehen, selbst wenn, so Paul, wir die Zinsen irgendwann senken werden. Das heißt, selbst wenn wir jetzt Zinssenkungen vielleicht in 2024 vornehmen, dann werden wir trotzdem weitermachen mit der Bilanzreduzierung. Und das bedeutet, dass den Märkten Liquidität entzogen wird und das bedeutet, dass die Flut nicht mehr alle Boote nach oben spülen kann, weil eben diese Liquidität nicht mehr da ist. Vielmehr, man sieht, dass wenn diese Liquidität abebbt, man eben auch sieht, wer in der Ebbe nackt gebadet hat. Und das ist der Grund, warum Sie hier sehen, wie die Aktienmärkte reagiert haben. Aber dann fragte Steve Leisman von CNBC nach, ist das ein Regime-Shift, ist das ein Paradigmenwechsel? Und Paul, kurz und knapp, yes, ja, das ist es. Und da sehen wir, wie die Aktienmärkte reagiert haben. Zunächst mal Fed-Sitzung, was hier da markiert ist, ging schon ein bisschen runter, dann aber auch wieder rauf. Und dann Blooms sackte die ganze Geschichte weg, nachdem die Pressekonferenz vorbei war, nachdem den Märkten so ein bisschen klar geworden ist. Ups, das waren ja schon ein paar Ansagen, die ein bisschen unschöne sind. Und hier sehen wir mal dieses Quantitative Tightening, wie es heißt, also diese Reduzierung der Bilanzsumme. Man wird das weitermachen, so Paul, auch wenn man die Zinsen senkt. Hier sehen wir die Bilanzsumme, die ja nach wie vor in Anbetracht dessen, wie stark sie gestiegen ist seit Corona, ja nur relativ wenig gefallen ist mit der Unterbrechung. Und darüber haben die Märkte ja gejubelt, der Bankenkrise, der Regionalbankenkrise im März. Bums, Bilanzsumme der Fed geht nach oben. Hurra, hurra, wir haben wieder die alten Zeiten. Wir haben wieder die massive Liquidität. Es ist alles so wie früher. Nullzinsen kommen, Zinsen werden gesenkt, die Liquidität ins System geschüttet. Lass die Banken noch pleite gehen. Egal, Hauptsache wir haben Liquidität. Warum aber hat Paul das jetzt gemacht und nicht vor ein paar Monaten? Nun, der Grund ist der, dass der gute Jerome ja noch vor ein paar Wochen, einigen Monaten gesagt hat, naja, man sieht schon viel Disinflation. Zu Recht, man war ja im Juni 2022 war man über 9% bei der Inflation, dann ging Stück für Stück runter.
bis wir dann im Juni diesen Jahres bei 3 waren. Aber jetzt geht die ganze Geschichte wieder nach oben. 3,2 im Juli, 3,7 im August genau. Und das sieht auch so aus, als würde das im September jetzt nicht besser werden. Dementsprechend, weil eben der Ölpreis auch weiter gestiegen ist oder die Energiepreise weiter gestiegen sind. Das heißt, Paul musste jetzt etwas tun. Er musste letztendlich eine Art Erwartungsmanagement betreiben. Er weiß, dass er nicht mehr viel Luft hat nach oben mit den Zinsen. Das ist der Fed durchaus klar. Also muss man gucken, wie man die Dinge anders in den Griff kriegt. Und das Zauberwort dafür ist der Quantitative Tightening, also die Bilanzreduzierung, der Entzug von Liquidität aus dem System. Und so sagt auch Robin Brooks aus meiner Sicht zu Recht, naja, die Fed hat nicht mehr viel Spielraum nach oben. Deswegen sagt man immer, ja, vielleicht noch eine Zinsanhebung in 23 eben über die Dotplots, wie man das hier signalisiert, oder eben dieses Higher for Longer. All das ist Expectations Management, ist Erwartungsmanagement, und wahrscheinlich hat Lance Roberts recht, wenn er sagt, naja, die Fed hat in den Dotplots nochmal einen Zinsschritt signalisiert für November oder Dezember, aber sehr, sehr wahrscheinlich wird es diesen nicht mehr geben. Das ist sozusagen schon allein dadurch bedingt, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Woche eine ziemlich heftige Abwärtsrevision der letzten BIP-Veröffentlichung sehen werden. Aber das ist eben der entscheidende Punkt. Du hast ein Erwartungsmanagement, in dem du immer permanent so dieses Damoklesschwert, naja, wir können ja schon die Zinsen nochmal anheben, naja, wir werden die ja nicht senken. Also tickt mal nicht aus, ihr lieben Märkte. Und genau das ist, was Paul immer gefürchtet hat, wo er aber nicht gegen eingeschritten ist, als die Inflation nach unten gegangen ist. Aber nachdem sie jetzt wieder nach oben geht, muss er dagegen einschreiten. Er muss also versuchen, dass die Märkte nicht wieder Party machen und das System verschlimmern. Jamie Dimon hat heute gesagt, naja, die Fed war ja bei den Zinsen so ein bisschen zu spät dran und zu zögerlich am Anfang. Und er erwartet, dass die Inflation auf 4% steigt und aus verschiedenen Gründen, wie er sagt, nicht mehr zurückgeht. So hat sich Dimon gestern Abend geäußert, also der mächtigste Banker der Welt, wenn man so will. Und Vanguard, dieser sehr bedeutsame ETF-Anbieter etc., sagt, Fed may need to raise interest rates up to 3 more times, also bis zu 3-mal soll möglicherweise die Zinsen nochmal steigen, glaube ich überhaupt nicht, aber sei es drum, es ist also plötzlich jetzt wieder so eine Art Zinserwartung im Markt. Aber das Entscheidende ist aus meiner Sicht nicht die Zinserwartung, auch wenn James Bullard, der ganz am Ende des hawkischen Spektrums der Fed ist, sagte, naja, eine weitere Anhebung der Zinsen könnte eine gute Sache sein, damit man die Kerninflation weiterhin in einem angemessenen Tempo sinken lassen kann. Und wir irgendwann zu einer Inflation von 2% zurückkehren. Das Entscheidende aus meiner Sicht ist die Reduzierung der Bilanzsumme. So oder so, die Äußerungen von Ballard noch obendrauf, also eines FED-Notenbankers, nachdem wir gestern das gehört haben von der FED und Paul, was wir gehört haben. Dann kommt heute noch Ballard, dann hatten wir heute noch ziemlich saftig starke Arbeitsmarktdaten, nämlich die Erstanträge und die Folgeanträge, die Continuing Claims, beides viel besser als erwartet, also viel weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, viel weniger Continuing Claims. Wir haben den Philadelphia Fed Index zwar schwächer gesehen, aber das Einzige, was wirklich nachhaltig steigt, welche Komponente im Plus war, waren die Preise. Also hier sehen wir, da ist nach wie vor eben dieser vielleicht stagflationäre Druck im System, und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, nämlich dieses Bilanzreduzierungsthema, warum dann auch die Renditen so nach oben gegangen sind. Hier sehen wir die 10-jährige US-Staatsanleihe plumps nach oben gegangen. Sven Hendrik fragt hier sarkastisch, Yellen about to get concerned, denn jedes Mal, wenn Finanzministerin Yellen gesagt hat, sie sei concerned, sie sei besorgt, so wie etwa in der Regionalbankenkrise, dann schossen die Aktienmärkte nach oben, weil dann irgendwie eine geldpolitische Maßnahme kam, die das Ganze wieder schön gelockert hat. Aber hier sehen wir, nicht nur die amerikanischen Staatsanleihen schießen nach oben, sondern auch die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, jetzt auf dem höchsten Stand seit 2011. Also das zieht weltweit eben die Renditen der Kapitalmarktzinsen nach oben. Und hier sehen wir vielleicht das große Thema. Wir sehen jetzt so Stück für Stück eben mehr und mehr die Effekte, die verzögerten Effekte eben der bisherigen Zinsanhebungen, und dementsprechend dürften wir bald einen ziemlich scharfen Slowdown auch in der Wirtschaft sehen. Konsument wird Schwierigkeiten kriegen, Student Loans, viele
Monetäre Maßnahmen laufen aus. Das wird sich beim Konsum dann ganz deutlich zeigen. Hier sehen wir schon mal, die Fed spielt mit Feuer, sagt hier Game of Trades. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, die 10-jährige Real Yield, also die reale Rendite der 10-Jährigen, als Proxy für Financial Conditions minus der realen neutralen Rate, dann sind wir da schon ziemlich rigide, was diese Geldpolitik betrifft. Kann man auch anders sehen, die Financial Conditions kann man auch anders definieren, aber schauen wir uns doch schon mal an, was in Sachen Bankruptcy Filings der Fall ist, also Bankrotten. Da sehen wir, da sind wir jetzt auf einem Stand, wie wir es da im Corona-Crash waren oder nach Corona und fast so hoch wie schon in der Finanzkrise. Und wir haben ja noch ein bisschen, also das sind jetzt die bisherigen Bankrotte und wir haben ja noch ein bisschen des Jahres, also nochmal gute 3 Monate vor uns. Und das andere Problem, das die Fed natürlich mit den Zinsen hatten, was machen denn die Schulden in den USA? Hier sehen wir über 33 Billionen, wie schnell das gewachsen ist. Und du musst irgendwann, kannst du die Zinsen nicht mehr anheben, das ist klar, sonst fliegt dir das ganze Konstrukt hier aus den oder gelangt dir aus der Kurve. Fliegt die aus der Kurve, so muss es heißen. Also muss man gucken, wie kriege ich die ganze Geschichte in den Griff. Vielleicht senke ich die Zinsen, aber ich werde die Bilanzsumme weiter reduzieren, damit nicht die nächste Party an den Märkten stattfindet, die dann wieder eskaliert. Apropos Märkte, wir sehen hier diese Reaktion. Die Märkte haben, ja, so heißt es hier in einem Kommentar, eine hawkische Zinspause erwartet. Aber so hawkisch, das hat uns alle überrascht. Der VIX über 8% heute gestiegen. Wir sehen vor allem Nasdaq, also die Tech-Werte im Minus, am besten hält sich auch heute, wie schon gestern, der Dow Jones, alle Indizes waren ja gestern schon im Negativen und gestern war es, da hatte die Bank of America das Kursziel für den S&P 500 sehr pünktlich angehoben mit dem Titel Don't Worry, Be Happy. Timing ist alles im Leben. Dabei ist jetzt der S&P 500 auf dem tiefsten Stand seit Juni diesen Jahres. Und es gab noch woanders Zinsereignisse. Die Bank of England, relativ überraschend, die Zinsen unverändert gelassen, aus 2 Gründen. Erstens, die Inflationszahlen, die kürzlich kamen aus dem August, waren einen Ticken niedriger als erwartet und vor allem die Wirtschaft ist sehr, sehr schwach in UK. Dagegen die Zentralbank vom Recep, gell, die in der Türkei, die hat einmal jetzt praktisch um 5 Prozentpunkte den Leitzins auf jetzt 30% angehoben. Gell. Recep will not be amused, aber es ist eben auch dieser Druck jetzt da durch die Energiepreise, vor allem die Türkei leidet darunter, denn die haben praktisch, die müssen alles importieren, da gibt es sehr, sehr wenig in der Richtung, die sind in Sachen Energie komplett auf Importe angewiesen, dementsprechend leidet man dann auch unter den Aktionen, vor allem von Saudi-Arabien und Russland. Saudi-Arabien hat ja schon für sein eigenes Öl, Arab Light Crude, wie es heißt, Arab Light Crude, hat man schon den Preis von über 100 Dollar, der auch bezahlt wird. Dementsprechend, wie Andreas Denolassen sagt, das, was hier Mohammed bin Salman hier tut, das ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, welchen Weg die Inflation auch zum Beispiel in Europa gehen wird. Und da sind die Russen natürlich ganz eng an bei. Russland hat nochmal gesagt heute, wir begrenzen weiter die Exporte von Diesel und Benzin. Um den eigenen heimischen Markt zu stabilisieren, braucht man wahrscheinlich für die Panzer Geld an der Front. Kleiner übler Scherz, tut mir leid. Aber wenn wir schon bei der Ukraine sind, hier sehen wir mal, der Senator Marshall, Roger Marshall, natürlich von Republikanern, der sagt, ich werde nichts unterstützen in Sachen Anhebung der Schuldengrenze, Debt Ceiling. Das muss ja bis zum 1. Oktober geregelt werden, sonst ist Government Shutdown. Ich werde nichts da nicht zustimmen, sobald irgendein einziger Cent in die Ukraine geht. Wir haben riesige Probleme. Wir haben eine massive historische Schuldenkrise. Wir haben eine Südgrenze, bei der Migranten derzeit reinströmen. Das wird kaum thematisiert in den eher Mainstream-Medien der USA. Wie Elon Musk heute getwittert hat, er ist darüber erstaunt. Wir haben Fentanyl, diese Krise. Unser eigentlicher Feind ist oder unser eigentlicher Gegner ist hier China, sagt man. Und also das ist sozusagen der Punkt. Dieser Republikaner wird nicht zustimmen, wenn weiter Geld an die Ukraine fließt. Jetzt hat ja Polen schon so ein bisschen angedeutet, naja, wir werden auch keine Waffen mehr liefern. Schumer, der Demokrat, hat jetzt gesagt, McCarthy, der verschwendet meine Zeit, indem er sich sozusagen der harten Rechten andient. Hier ironischer Twitter-Kommentar, okay,
Wäre so viel besser, wenn man sich der harten Linken andienen würde. Also das, man sieht, das geht jetzt richtig los mit diesem Debt Ceiling, mit der Anhebung der Schuldenobergrenze oder Government Shutdown, wie auch immer man es bezeichnen will. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Erste, Aktienmärkte fallen, Zinsen steigen. Der Kater nach den Fed-Aussagen. Warum, wieso, weshalb, was sagen Analysten, was sagen schlauere Leute als ich? Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Und das ist richtig lustig. Deutscher Gashandel mit Russland nach Indien. Wir handeln jetzt sehr viel wieder mit den Russen und zwar über die ehemalige deutsche Version von Gazprom. Die wurde ja, wie soll man sagen, sozialisiert, also einkassiert, gell? Also ist nicht mehr russisch, vorübergehend. Weil wir geben es den Russen ja wieder zurück, das, was Gazprom da in Deutschland hatte. Ne? Früher oder später geben wir es dem wieder zurück wahrscheinlich. Aber jetzt diese ehemalige Gazprom, die sie jetzt anders heißt, die handelt mit Russland und bringt Öl für Russland nach Indien. Ist wirklich ein Treppenwitz der Geschichte. Hochinteressant, hochwitzig. Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, wenn wir schon von Habeck sprechen, eine Dokumentation in der ARD, LNG um jeden Preis, die zeigt und belegt, dass umwelttechnisch LNG, dieses Flüssiggas, das dann vor allem noch über die Meere geschippert wird, deutlich umweltschädlicher ist, selbst als Kohle. Also eines der schmutzigsten Dinge, die man machen kann, aber Deutschland setzt ja auf Flüssiggas neben Wind und Solar. Das ist sozusagen dann die Parallelstruktur, die sein muss, weil ja nicht immer Wind und nicht immer Sonne. Also setzt man auf Flüssiggas, auf die schmutzigste Energieform, während man Atom und Kohle dann abschalten will. Also das zeigt so ein bisschen den ganzen Irrsinn dieser Politik. Man zeigt sich da beratungsresistent seitens Habeck und dem Ministerium, aber das bringt die Sache richtig cool auf den Punkt. Wenn jemand mir von den Grünen erzählt, es würde ihnen um die Umwelt gehen, dann müsste er mal diese Doku sehen und diese Fakten sehen, dann kann er das eigentlich ernsthaft nicht mehr behaupten. Also drei Empfehlungen, Fett, unser Superfreund Habeck und die ehemalige Gazprom und dann diese Doku, das ist eine Menge Stoff, aber hochinteressant. Ich sage Servus, ciao.